Das Motoscope Tiny von MotoGadget ist ein kleiner Analogtacho für Motorräder. Er misst die Geschwindigkeit elektronisch und zeigt sie über einen Schrittmotor und Zeiger präzise an. Ein verstecktes LED-Matrix-Display ist im ausgeschalteten Zustand nicht zu erkennen. Erst wenn das Bordnetz eingeschaltet wird, leuchten diese LEDs durch das Ziffernblatt. Zusammen mit der zeitlos klassischen Gestaltung wird so der passende Look für Custom-Bikes, Cafe-Racer, Bobber und Oldschool-Motorräder geschaffen. Darüber hinaus ist der Geschwindigkeitsmesser mit 49 mm Einbaudurchmesser sehr klein, wodurch sich vielfältige Möglichkeiten zum Anbau bieten. Das Motoscope Tiny ist für fast alle Fahrzeuge geeignet. Durch den mitgelieferten Geschwindigkeitssensor ist auch die Verwendung an älteren Fahrzeugen kein Problem. Originale Tachosensoren mit einem 12-Volt Ausgangssignal sind ebenfalls kompatibel. Ausnahmen bilden bestimmte moderne Modelle mit digitalen Bussystemen, wie zum Beispiel Triumph oder Harley-Davidson. Für einige Typen bietet MotoGadget einen passenden Adapter an. Das Instrument zeigt die Geschwindigkeit bis 200 km/h oder Miles per Hour analog mittels Zeiger an. Dabei werden Werte über 180 km/h oder Miles per Hour über die LED-Anzeige dargestellt. Über diese lassen sich auch Werte wie Uhrzeit, Tages- und Gesamtkilometer, die Bordspannung und Maximalgeschwindigkeit abrufen. Weiterhin stehen 4 Kontrollleuchten für Blinker, Neutral, Fernlicht und zum Beispiel Öldruck zur Verfügung. So sind alle relevanten Daten auf kleinstem Raum versammelt. Das Motoscope Tiny hat einen Einbaudurchmesser von 49 mm und ist 24 mm tief. Es wird mit 2 Schrauben der Größe M3 in entsprechenden Gewindebuchsen auf der Rückseite befestigt. Das Gewicht des Tiny beträgt nur 96 Gramm. Für die Nutzung am Fahrzeug ist ein 12-Volt Bordnetz mit Batterie zwingend erforderlich. MotoGadget bietet das Instrument mit schwarzer oder hochglanzpolierter Lünette an. Gleiches gilt für die technisch baugleiche Variante MST Speedster, das sich durch eine andere Ziffernblatt- und Zeigergestaltung unterscheidet. Vintage Design at its best bietet das MST Vintage, bei dem das Ziffernblatt in einem speziellen Verfahren gealtert wird und die Lünette sowie der Zeiger aus patiniertem Messing gefertigt sind. Das Motoscope Tiny wird mit einem Geschwindigkeitssensor, einem Readkontakt und 2 zugehörigen Magneten geliefert. Zum weiteren Lieferumfang gehören Befestigungsschrauben, Kabelendverbinder, fliegende Sicherungshalter mit Glassicherung, optionale Sperrdioden für die Blinkkontrollleuchte, ein Minitaster sowie eine ausführliche Anbau- und Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung in deutscher und englischer Sprache steht auch als PDF-Download auf der MotoGadget-Webseite zur Verfügung. Weiteres Zubehör wie Anbauhalter, Ersatzmagnete und Magnetschrauben, Ersatztachosensoren und Taster können über den Webshop von MotoGadget bezogen werden. Für den Anschluss des Motoscope Tiny müssen Grundkenntnisse in der Fahrzeugelektrik, geeignetes Werkzeug und Montagematerial vorhanden sein. Ebenfalls sollte der Fahrzeugschaltplan bereit liegen. Der Anschluss erfolgt nach folgendem Schema. Das rote Kabel des Motoscope wird mit einer der fliegenden Sicherungen abgesichert und mit Dauerplus verbunden. Das braune Kabel, ebenfalls über eine der fliegenden Sicherungen abgesichert, führt zum geschalteten Plus, auch Zündungsplus genannt. Das orange Kabel wird mit einem der beiden Kabel des mitgelieferten Tachosensors verbunden. Das andere Kabel des Sensors wird zusammen mit dem schwarzen Kabel des Motoscope Tiny mit Fahrzeugmasse verbunden. Der Menütaster wird mit einem Anschlusskontakt an das grüne Kabel angeschlossen und mit dem anderen Kontakt ebenfalls mit Masse verbunden. Der Neutralschalter des Fahrzeugs wird mit dem weißen Kabel des Instruments verbunden. Der Eingang für die Warnlampe, das lila Kabel, wird mit dem Öldruckschalter des Fahrzeugs verbunden. Die Leitungen von den linken und rechten Blinkern müssen mit den beiden Sperrdioden erst zusammengeführt werden, bevor der Anschluss an das gelbe Kabel des Motoscope Tiny erfolgt. Verfügt das Fahrzeug über eine einzelne Blinkerkontrollleuchte, kann der Anschluss ohne Dioden direkt an das Kabel dieser Kontrollleuchte erfolgen. Das blaue Kabel des Motoscope ist der Eingang für die Fernlichtkontrolle. Dieses Kabel wird mit der vorhandenen Fahrzeugfernlichtkontrollleuchte oder direkt mit dem Fernlicht verbunden. Der mitgelieferte Readkontakt ist als Tachosensor immer verwendbar, wenn kein kompatibler originaler Sensor vorhanden ist. Er wird entweder im Bereich des Vorder- oder Hinterrades stabil befestigt und in einem Abstand von ca. 1,5 mm auf den Magneten justiert. Einer der mitgelieferten kleinen Magneten wird beispielsweise an der Radnabe oder dem Bremsscheibenträger befestigt. Dafür wird 2 Komponenten Epoxidkleber empfohlen. Ist ein elektronischer Tachogeber mit einem 12-Volt Ausgangspegel am Fahrzeug vorhanden, kann dieser in der Regel verwendet werden. Für die Montage des Motoscope Tiny hält MotoGadget vielfältige Möglichkeiten bereit. Mit dem universell verwendbaren Halteblech kann die Tiny-Serie leicht an einer Gabelbrücke befestigt werden.
Das Blech wird dazu passend gekürzt und gebohrt. Optional mit dem Außenbecher MSTA wird ein einheitlicher Abschluss der Außenseite oder eine Klemmung in einer Öffnung erzielt. Der Einschweißbecher aus Edelstahl kann in den Tank eingelassen oder zum Beispiel am Lenker angeschweißt werden. Der MST Streamline Cup und der Groove oder Vintage Cup sind für die Befestigung des Instruments an 22 cm und 1 Zoll Lenkern vorgesehen. Dabei hat der Streamline Cup eine glatte Oberfläche, während der Groove Cup auffällige Kontrastfräsungen aufweist. Der aus patiniertem Messing gefertigte MST Vintage Cup im Used Look ist die perfekte Ergänzung zum MST Vintage Tacho. Die Bedienung des Tachos erfolgt durch den mitgelieferten Menütaster oder zum Beispiel den vorhandenen spannungsfreien Lichthupentaster am Lenker des Motorrads. Mit diesem Taster werden die unterschiedlichen Anzeigen und Werte abgerufen oder das Motoscope Tiny eingestellt. Alle Funktionen sind durch unterschiedlich langes Betätigen des Tasters abrufbar. Im Setup erfolgt das Stellen der Uhr, die Übertragung des Gesamtkilometerstandes vom vorigen Instrument auf Motoscope Tiny oder die Einstellung der Geschwindigkeitsanzeige durch die beiden Parameter Radumfang und Impulszahl pro Radumdrehung. Bei Verwendung von originalen Fahrzeugtachosensoren kann die Kalibrierung der Geschwindigkeitsanzeige mittels einer speziellen Anlernfunktion, der Teach-Funktion, vorgenommen werden. Diese erfolgt während der Fahrt mit einer Referenzgeschwindigkeit von 50 km/h. Die ausführliche Menüführung ist als Übersicht in der Bedienungsanleitung enthalten. Übrigens, das Motoscope Tiny verfügt über eine allgemeine Betriebserlaubnis. Somit entfällt eine kostspielige Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Die KBA-Nummer und Seriennummer befinden sich auf der Rückseite des Instruments. Für Supportanfragen steht auf der MotoGadget-Webseite ein Formular zur Verfügung. Eine detaillierte Problembeschreibung und die Angabe der Seriennummer sind für die Bearbeitung notwendig. Weitere Informationen zum Motoscope Tiny und dem umfangreichen Produktsortiment findet man unter motogadget.com. MotoGadget. High-Class Instruments made in Germany.